Dann bitte ich Herrn Dr. von Rüden, Sie hatten sich als erstes gemeldet. Und ich gebe noch bekannt, dass wir uns im Ältestenrat darüber abgestimmt haben, dass die Redezeit empfohlen wird, auf 20 Minuten zu begrenzen. Wenn sie nicht exakt eingehalten wird, ist das kein Problem. Ich werde dann nicht eingreifen. Und wir sehen hier vorne gerade den Herrn mit dem Mikrofon hantieren. Es ist das Mikrofon des Campusradios. Und dadurch, dass unser Redepult verfahrbar ist, wird es bei jedem einzelnen Menschen, der zum Redepult geht, wieder notwendig sein, das zu justieren. Jetzt haben wir die Reihenfolge. Frau Vorsteherin, das hatte mich vorhin schon etwas irritiert, dieses zusätzliche Mikrofon. Wird das immer jetzt hier installiert sein? Nein, das ist heute für die Haushaltsrede notwendig, weil wir keine andere technische Möglichkeit haben, die Haushaltsrede ansonsten aufzunehmen. Es ist das Campusradio und die haben gebeten, die Haushaltsreden aufnehmen zu dürfen und es ist ihnen entsprechend genehmigt worden. Bitte schön, Herr Dr. Frau Vorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man in diesen Tagen die öffentlichen Verlautbarungen des Magistrats zur Kenntnis nimmt, dann könnte der Eindruck entstehen, dass die Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nur noch für die Orchestrierung des Jubelgesanges zuständig ist, zu dem sich der rot-grüne Magistrat fleißig auf die eigenen Schultern klopft. Zumindest, das werden Sie gleich hören, Herr Dr. Schmidt, zumindest was die Haushaltszahlen betrifft, hat der Magistrat unverdientes Glück. Unverdient deswegen, weil klar ist, dass die positiven Effekte außerhalb der Einflusssphäre des rot-grünen Magistrats ihre Ursachen haben und damit nicht etwa Ergebnis von richtigen Entscheidungen hier auf kommunaler Ebene sind. Vielmehr sind die gute allgemeinwirtschaftliche Lage und daraus resultierende Gewerbesteuereinnahmen auf einem hohen Niveau sowie maßgebliche Schlüsselzuweisungen des Landes ursächlich dafür, dass Kassel einen Haushaltsüberschuss verzeichnen kann. Strukturell haben dazu weder SPD noch Grüne als magistratstragende Parteien Wesentliches beigetragen. Kassel profitiert von wichtigen Weichenstellungen der Vergangenheit, zum Beispiel im Infrastrukturbereich, die von der CDU initiiert oder mitgetragen wurden, wie zum Beispiel der Bau des Güterverkehrszentrums, heute ausgelastet mit 50.000 Containern, die pro Jahr vom LKW auf die Schiene verladen werden. Der Bau des Technologie- und Kundenzentrums, die Konversion und Entwicklung innerstädtischer Flächen, zum Beispiel der Kasernen, sowie die Ausweisung von Gewerbeflächen. Oder auch der Startschuss für die Entwicklung des Gewerbegebiets Langesfeld, welches in den kommenden Jahren zu einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt führen wird und welches von einem Teil der derzeitigen rot-grünen Rathauskoalition immer bekämpft wurde. Die, meine Damen und Herren, die sich heute am lautesten bei positiven Meldungen auf die Schulter klopfen, sind nicht selten jene, die vor Jahren die notwendigen Weichenstellungen politisch bekämpft haben. Und so sehr wir uns über die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland und die positive Entwicklung in Hessen freuen, müssen wir gerade, weil wir diese äußeren Faktoren nicht beeinflussen können, schauen, welche Weichen wir stellen und welche haushaltsrelevanten Schwerpunkte wir in Kassel setzen. Und da sieht es, meine sehr geehrten Damen und Herren, schon nicht mehr ganz so rosig aus. Wenn man sich den vorliegenden Haushaltsplanentwurf ansieht, wird schnell deutlich, dass der rot-grüne Magistrat in Kassel nicht gestaltet, sondern nur verwaltet. Bei der Haushaltsexegese wird schnell klar, was diesem Entwurf fehlt, nämlich Weitblick, Vernunft und Mut.
Mit diesem Haushalt treten wir auf der Stelle, Impulse gehen von ihm keiner aus. Dieser Haushalt ist verbunden mit der falschen Annahme, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes ewig auf Rekordhöhe verbleiben und die Kreditzinsen niemals steigen werden. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist ein Potpourri der Ideenlosigkeit. Er setzt zu wenig Akzente und vor allen Dingen falsche Prioritäten. Die wichtigste Frage dabei ist, was können wir uns perspektivisch leisten und was nicht. Diesbezüglich sind im vorliegenden Entwurf weder eine klare Struktur noch eindeutige Prioritäten erkennbar. Hier und da gibt es mal eine Zuwendung und dann die obligatorische Hurra-Erfolgsmeldung. Dafür lässt sich Oberbürgermeister Geselle öffentlich feiern. Natürlich nicht ohne fortwährend aufs Land zu schimpfen, ohne dessen Zuwendungen Kassel sofort pleite wäre. Diese permanenten Wahlkampftouren kommen den Kasseler Bürgern und hier insbesondere kommenden Generationen teuer zu stehen. Unsere Kinder werden dafür die Zeche zahlen müssen. Sie sollten immer daran denken, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ein Kämmerer, der populär sein will, hat seinen Beruf verfehlt. Kassel hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Es wird zu viel konsumiert und zu wenig investiert. Klar ist, dass ein erheblicher Teil der Verschuldung im Verwaltungshaushalt ausgemacht, also vom Magistrat und der ihn tragenden rot-grünen Mehrheit selbst zu verantworten ist. Und hier steht insbesondere in Kassel die SPD in der Verantwortung für einen angehäuften Schuldenberg in dreistelliger Millionenhöhe, für den nach wie vor ein eigenes, nachvollziehbares Konzept zum Abbau fehlt. Deswegen sind auch die ständigen Fingerzeige in Richtung Land und Bund entbehrlich. Wenn es wirklich zutreffend wäre, dass die Fehler nur von anderen gemacht werden, dann bräuchten wir weder Haushalte noch einen Kämmerer. Betrachten wir nun einmal ausgewählte Rahmendaten des Haushaltes 2018. KFA, also kommunaler Finanzausgleich. Die größte Einnahmeposition stellen die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Mit geplanten 169 Millionen Euro liegen wir 2018 zwar unter dem Rekordjahr 2017, da waren es 182,9 Millionen Euro, dennoch aber weit über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Durchschnittlich erhielt Kassel in diesem Zeitraum pro Jahr 121 Millionen Euro. Zwischen dem niedrigsten Wert 77,8 Millionen Euro in 2010 und 182,9 Millionen Euro in 2017 schwankend. Und wenn Herr Geselle fortwährend das Land kritisiert, verschweigt er natürlich auch, dass die CDU-geführte hessische Landesregierung bei der Finanzausstattung der Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich im kommunalen Landesdoppelhaushalt nochmals kräftig nachlegt. Dort übersteigt im Haushaltsjahr 2019 der KFA erstmals die 5 Milliarden Euro-Schwelle. Allein von 2017 auf 2018 steigt das Ausgleichsvolumen um rund 386 Millionen Euro und von 2018 auf 2019 nochmals um über 235 Millionen Euro. Mittelfristig wird es im Zeitraum 2017 bis 2021 eine Steigerung um 1,2 Milliarden Euro geben. Das ist eine Steigerung um 26%. Und damit kann niemand ernsthaft behaupten, das Land lasse die Kommunen im Stich. Die Wahrheit ist, Hessen hält Kassel am Leben. Hessen hat Kassel von über 260 Millionen Euro Schulden befreit. Das Rathaus wird mit Landesmitteln saniert und die maroden Kasseler Schulen profitieren nicht von Kassel als Schulträger, sondern das Land sorgt mit KIP 2 dafür, dass es unseren Kindern nicht mehr auf den Kopf regnet.
Also hören Sie auch immer auf, das Land zu schimpfen, ohne dessen Zuwendungen hier die Lichter ausgehen würden, Herr Geselle. Ich komme zu dem Bereich Steuern. Erfreulich ist auch die anzunehmende Entwicklung bei den Steuereinnahmen. Betrug der Kasse zufließende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2017 82 Millionen Euro, sind für 2018 95 Millionen Euro zu erwarten. Das ist ein Plus von 13 Millionen Euro. Ähnlich ist es, meine Damen und Herren, bei der Umsatzsteuer. Hier entwickelt sich der Gemeindeanteil von 20,5 Millionen Euro in 2017 auf 23,3 Millionen Euro in 2018. Letztgenannte Zahl wurde in der Veränderungsliste 1 ja noch einmal nach oben angepasst, insgesamt also ein Plus von 2,8 Millionen Euro. Diese wichtigen Einnahmepositionen sind das Geld der Kasseler Bürger, welches in Kasseler Unternehmen verdient wird. Nicht im Rathaus und nicht vom rot-grünen Magistrat. Dieser gibt es nur aus. Und ich frage mich, warum er sich fortwährend selbst feiert, anstatt diejenigen zu feiern, von deren Einnahmen er lebt. Die LBV-Umlage, meine Damen und Herren, ist, anders als in der Haushaltsrede des Oberbürgermeisters bedauert, nicht um 400.000 Euro gestiegen, sondern um 200.000 Euro gesunken. Der Ansatz im Jahre 2017 betrug 52,6 Millionen Euro und der Ansatz für 2018 in der Veränderungsliste 1 beträgt 52,4 Millionen Euro. Nicht so erfreulich ist hingegen eine Haushaltsposition, die eine bedenkliche Größenordnung aufweist, nämlich die Kassenkredite. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, soll, wie der Vorlage zum Haushalt zu entnehmen ist, auf 160 Millionen Euro festgesetzt werden. Diese Zahl unterschreitet zwar die Festlegung aus dem laufenden Jahr, 2017 sind es 195 Millionen Euro, allerdings wären Kassenkreditschulden, die eigentlich nur der kurzfristigen Liquiditätssicherung dienen sollen, in dieser Höhe problematisch. Problematisch deswegen, weil die Höhe darauf hindeutet, dass sie nicht bestimmungsgemäß zur Finanzierung laufender Defizite zweckentfremdet werden könnte. Man muss sich dabei immer vor Augen führen, dass im Gegensatz zu den Investitionskrediten diesen Schulden keine materiell geschaffenen Vermögenswerte gegenüberstehen. Die in Form von konsumtiven Kassenkrediten angesammelten Lasten werden demnach nachrückenden Generationen aufgebürdet, ohne dass diesen Generationen aus der Verschuldung, zum Beispiel in Form investiv geschaffener Vermögenswerte, ein Vorteil ersetzt. Hohe dauerhafte Kassenkreditbestände sind ein Indikator für ein Wirtschaften über die eigenen Verhältnisse. Sie sind ein Wechsel auf die Zukunft und eine schwere Hypothek für unsere Kinder. Als Richtwert gelten hier 500 Euro je Einwohner oder mehr. Zum 01.01.2017 betrug die Höhe der Kassenkredite in Kassel 105.630.680 Euro. Bei geschätzten 230.000 Einwohnern wäre das eine Quote von ca. 530 Euro pro Kasseler Einwohner. Damit liegt Kassel oberhalb der kritischen Marke und deshalb muss der Magistrat hier zwingend wirksam gegensteuern, was die CDU im vorliegenden Haushaltsplanentwurf allerdings nicht erkennen kann. Kommen wir nun zu ausgewählten Einzelpositionen des Haushalts.
Nach dem sehr erfolgreichen kommunalen Investitionsprogramm 1 mit einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde Euro, aus dem 41 Millionen Euro nach Kassel geflossen sind, wird im nächsten Jahr das kommunale Investitionsprogramm 2 starten. Dadurch sollen Schulträgerkommunen erneut die Möglichkeit bekommen, Investitionen in die Schulinfrastruktur zu finanzieren. Das Programm weist ein Gesamtvolumen von über 500 Millionen Euro auf und wird, wie bereits beim KIP 1, durch ein eigenes Landesprogramm ergänzt. Für Kassel bedeutet das konkret einen Mittelzufluss in Höhe von 29,66 Millionen Euro. Das Land Hessen erhöht diesen Betrag nochmals um 1,6 Millionen Euro, sodass sich die Stadt über einen Gesamtbetrag in Höhe von 31,26 Millionen Euro freuen kann. Kassel sollte mit dem KIP 2 nun die Chance nutzen, gegen den Sanierungsstau an Schulen vorzugehen, nachdem man das KIP 1 ja für die Sanierung des Rathausflügels Karlstraße nutzte. Einen entsprechenden Haushaltsänderungsantrag hat die CDU eingebracht. Übrigens, mit der CDU hätten die Kasseler Schulen schon vom KIP 1 profitiert. Und wer sich den Sanierungsstau an den Kasseler Schulen genau betrachtet, der erkennt, dass unsere Schulen auch das Geld aus dem KIP 1 gebraucht hätten. Aber die Prioritäten dieses Magistrates sind offenbar andere. Was der CDU am rot-grünen Magistrat nicht nur während der Haushaltsberatungen immer wieder negativ auffällt, ist die Diskrepanz zwischen postuliertem Anspruch und tatsächlichem Handeln. Vielleicht ist das ja eine besondere Form der Dialektik. Unser Anspruch aber ist, dass man nicht nur sagt, was man tun will, sondern dann auch macht, was man gesagt hat. Ja. Sonntagsreden helfen uns nicht weiter, auch wenn sie schöne Formulierungen enthalten. Eine dieser Formulierungen ist zum Beispiel ein Satz aus der Haushaltsrede von Oberbürgermeister Geselle. Ich zitiere: Wir müssen auch in Zukunft mehr Überschüsse erwirtschaften, damit wir mehr investieren und weiter Schulden abbauen können, auch wenn das ein sehr ehrgeiziges Ziel ist. Zitat Ende. Wir fragen uns zum Beispiel, wie dies mit der vom rot-grünen Magistrat beschlossenen massiven Parkgebührenerhöhung von bis zu 400% in Einklang zu bringen ist. Die negativen Auswirkungen der unverhältnismäßigen Erhöhung der Parkgebühren durch die Mehrheit von SPD und Grünen schadet dem innerstädtischen Einzelhandel in Kassel nachhaltig, wie auch eine Umfrage der IHK ergeben hat. Diese Umfrage hat gezeigt, was alle Beteiligten schon vorher genau wussten. Kunden werden vertrieben und der Einzelhandel leidet unter existenzbedrohenden Umsatzrückgängen. Die CDU-Fraktion hat deswegen mehrfach gefordert, dass die Parkgebührenhöhe gesenkt sowie die Ausweitung der Parkgebührenzonen und der gebührenpflichtigen Parkzeiten zurückgenommen wird. Außerdem will die CDU die Möglichkeit des kostenlosen Kurzzeitparkens, die sogenannte Brötchentaste, wieder einführen und für Handwerksbetriebe Parkerleichterungen schaffen. Einen entsprechenden Haushaltsänderungsantrag haben wir eingereicht. Es ist jetzt genug Zeit vergangen, in der die negativen Folgen der Parkgebührenerhöhung für alle Beteiligten offenkundig geworden sind. Die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen müssen sich jetzt entscheiden, ob sie die verbliebenen Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister in der Innenstadt halten und unterstützen und so zu Wachstum beitragen wollen. Und wir fragen uns, wo denn endlich das Ergebnis der von Rot-Grün halbherzig angekündigten Überprüfung der Parkgebührenerhöhung bleibt. Nichts davon ist im Haushalt zu finden. Auch 2018 kalkuliert Herr Geselle als Kämmerer fleißig mit den durch die Erhöhung gestiegenen Einnahmen. Vielleicht sind es ja diese Einnahmen,
die er in seiner Haushaltsrede mit, ich zitiere, Erwirtschaftung von Überschüssen meinte. Wer die Wirtschaft stärken und Überschüsse aus Wachstum generieren will, muss sich zuerst um seine Infrastruktur kümmern. Auch hier sieht es in Kassel trübe aus. Stadtbaurat Nolda wurde zwar jetzt von den Verantwortlichkeiten beim Verkehr befreit, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass 13 Millionen Euro Investitionsmittel für den Bereich Straßenverkehr und Tiefbau zu wenig sind, um den fortlaufenden Werteverfall effektiv zu begegnen. Infrastruktur ist die Lebensader für Wirtschaft und leider glänzen, das ist in Anführungszeichen zu verstehen, und leider glänzen SPD und Grüne in diesem Bereich überwiegend durch Unterlassungen. Die unsägliche Tradition verkehrspolitischer Fehlentscheidungen in Kassel hat sich ja mittlerweile weit über unsere Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Sinnvolle Verkehrsprojekte wie der Umbau des Kreisels werden nicht umgesetzt, obwohl sie für die Abwicklung steigender Verkehrsmengen notwendig wären. Selbst Infrastrukturmaßnahmen wie der Straßenendausbau in der Unterneustadt werden nicht erledigt. Das muss man sich einmal überlegen. Die Grundstückseigentümer haben für die Erschließung bereits bezahlt und die Stadt vertröstet Jahr um Jahr die Anwohner, weil das Geld für andere Sachen ausgegeben wurde. Das ist nicht seriös, meine Damen und Herren. Man könnte es auch anders ausdrücken, wenn man für etwas bezahlt hat und dann die bezahlte Leistung nicht erbracht wird. In jedem Fall ist dies kein Ruhmesblatt für den Magistrat und es schadet dem Ansehen der Stadt. Die CDU fordert, dass hier gehandelt wird und die Strategie der Vertröstung der Betroffenen sofort ein Ende findet. Stattdessen legt der rot-grüne Magistrat in einem anderen Bereich signifikante Steigerungen auf den Tisch. Vergessen scheint die alte Weisheit, dass man auch bei steigenden Einnahmen die Ausgaben im Blick haben muss. Über 100 neue Stellen sollen mit dem vorliegenden Haushalt beschlossen werden. Das ist die größte Stellenausweitung seit Jahren. Sicherlich sind einige davon gegenfinanziert und andere auch zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben notwendig. Das will die CDU auch gar nicht kritisieren. Was aber ganz sicher nicht notwendig ist, ist die Ausweitung des Magistrats. SPD und Grüne leisten sich den Luxus dieser teuren Magistratsausweitung und bürden der Stadt mittlerweile 6 Dezernenten im hauptamtlichen Magistrat auf. Kassel braucht keine 6 Dezernenten. Hier wird ein Millionenbetrag zum Fenster hinausgeworfen. Und das Ganze führt noch nicht einmal dazu, dass man inhaltlich an einem Strang zieht. Dass die von Oberbürgermeister Geselle aufgegriffene CDU-Forderung nach einem Ausbau der Videoüberwachung von den Grünen gleich wieder relativiert wurde, ist nur ein Indiz für das inhaltliche Gezeter der Koalition. Im Haushalt finden wir für dieses Vorhaben, Sie dürfen jetzt raten. Im Haushalt finden wir allerdings auch keine Zahlen. Folglich handelt es sich hierbei vorerst um nichts anderes als um eine Luftnummer. Und bevor man, meine Damen und Herren, als Tiger springen will, sollte man sicherstellen, dass man nicht als Bettvorleger landet. Niemand mehr ernsthaft ihren präventiven Sicherheits- und den Aufklärungswert bei Straftaten bestreiten kann. Sei der Hinweis erlaubt, dass auch hier die hessische Landesregierung den Kommunen finanziell unter die Arme greift. Künftig soll, wie von Minister Peter Beuth von der CDU, wie von ihm angekündigt, die Landesförderung für die Videoüberwachung in Kommunen auf 2/3 erhöht werden, also von 33 auf 66%. Reine Absichtserklärungen des Oberbürgermeisters reichen für die Realisierung allerdings nicht aus.
Gestatten Sie mir am Ende meiner Ausführungen noch eine Bemerkung zum Haushaltsberatungsverfahren. Wir haben fast 100 Änderungsanträge aus verschiedenen Fraktionen und den Ortsbeiräten vorliegen und stundenlang beraten. Lediglich die SPD, die Grünen und die zwei aus der FDP ausgeschlossenen Stadtverordneten haben keine eigenen Änderungsanträge eingebracht. Auch wenn es hierzu sicherlich keine Verpflichtung gibt, sagt das doch sehr viel darüber aus, was die Genannten unter politischer Gestaltung verstehen. Oder fungieren diese Fraktionen nur noch als Mehrheitsbeschaffer für den Kämmerer ohne eigene Ideen und Vorschläge? Diese Vermutung verstärkt sich übrigens auch durch den Umstand, dass durch die zwei fraktionslosen Stadtverordneten von der Minderheit zur Mehrheit mutierte rot-grüne Koalition sämtliche anderen Haushaltsänderungsanträge ausnahmslos abgelehnt worden sind. Leider, meine Damen und Herren, kann die CDU-Fraktion den vorliegenden Haushalt nur ablehnen. Die wesentlichen inhaltlichen Gründe habe ich Ihnen genannt. Und auch sonst liegen für uns keine Gründe vor, um den Haushalt zuzustimmen. Es ist bedauerlich, dass es keinerlei Entgegenkommen von Seiten der Regierungskoalition gegenüber den anderen Fraktionen gab und gibt, wie man es beim Haushalt zum Wohle der Stadt eigentlich erwarten könnte. Anders als übrigens bei der Wahl von Herrn Geselle seinerzeit zum Kämmerer angekündigt. Sämtliche Haushaltsschwerpunkte wurden von Rot-Grün im Hinterzimmer verabredet. Andere Fraktionen wurden nicht beteiligt. Das Haushalt ist kein Hinterzimmer. Meine Damen und Herren Stadtverordnete von SPD und Grünen, Sie sollten einmal ernsthaft darüber nachdenken, ob Sie als gewählte Mandatsträger und Mitglieder des obersten Organs der Stadt, nämlich der Stadtverordnetenversammlung, Ihre in der hessischen Gemeindeordnung normierte Rolle als Kontrolleure des Magistrats überhaupt noch wahrnehmen und wem Sie eigentlich verpflichtet sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.